Hello Beauties, es ist wieder soweit. Hier ist Beauty Williams, The Glow Must Go On, der neue Beauty-Podcast von und mit Judith Williams. Für diejenigen, die uns heute nur zuhören, ich muss euch ein bisschen erzählen, in welchem Szenario ich hier sitze. Ich sitze im Bett, ja, richtig, und nicht alleine. Und ich weiß nicht, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist, das werden wir im Laufe dieses Podcasts wirklich rausfinden, ja. Mein Mann Alexander Klaus Stecher ist hier neben mir, denn heute geht es um ein besonderes Thema: Schlafen und Schlafhygiene. So ist das. Ich bin schon besonders froh, dass du sagst, du sitzt mit deinem Mann im Bett und nicht mit jemand anderem. Außerdem darf ich mal beschreiben, wir haben hier, falls es zum Streit kommt, so eine kleine Demarkationslinie gemacht. Ja? Das ist meine Seite, das ist deine Seite. Mein Bereich, dein Bereich. Und das bleibt auch so, denn wir werden heute ein ganz großes Streitthema haben. Es hat trotzdem mit Schönheit zu tun, weil wer nicht schläft, altert schneller. Wie man aber gesund schläft, das glaubt er zu wissen. So ist es. Ich glaube es auch. Und wir haben so einige Tipps, jeder für sich. Jetzt darf ich aber mal erwähnen, wir waren beide im Schlaflabor. Losgegangen ist damit, dass meine Frau gehört hat, dass ich Aussetzer beim Schlafen habe und Angst um mich hatte. Moment. Dann hat sie mich ins Schlaflabor geschickt. Dann kam aber raus, dass sie auch schnarcht, weil es gibt eine Schnarch-App hier. Ja? Nein, und ich habe ganz Snorlab. Was anderes gehabt, aber egal. Snorlab heißt diese App, sollte jedes Ehepaar zur Eherettung runterladen. Das ist der Beweis, dass nicht nur der Mann schnarcht, sondern wie der Arzt sagt, bei der Frau sagt man nicht schnarchen, sie schläft nur etwas lauter. Ja? Schatzilein, schau mal, was ich von letzter Nacht... Nee, ich muss dir nur mal kurz vorspielen. Schau mal, das ist letzte Nacht. So. Hörst du das? Oh, also da drehst du dich hier weg, Schatzilein. Ja. Das ist dein Atmen. Das bist ja wohl eindeutig du. Also entschuldige, das ist nicht mein Stimmklang. Ja, aber es gibt auch von dir was. So, jetzt bin ich dran. Ruhe. Du bist doch die ganze Zeit dran. Meine lieben Damen, habt ihr das Gleiche? Ihr sagt eurem Liebsten: Schatzilein, ich mache mir Sorgen, ich glaube, du schnarchst. Was, ich? Überhaupt nicht, das bist ja du. So war es bei uns. Auch die Kinder wurden wach. Witzig ist übrigens, wenn ich im Zimmer der Kinder stehe und ich höre ein lautes Schnarchen, das war auch ich. Mhm. Ja. Deswegen wurde ich ins Schlaflabor geschickt und Schlafen ist so wichtig für die Gesundheit, dass ich gesagt habe, na gut, ich mache es, bin ins Schlaflabor und was hat man herausgefunden? Ich habe gar nichts, minimal außer Schnarchen. Restless Legs. Ja, jetzt kommen wir aber mal wirklich zum Thema Schlafen. Warum ist Schlafen so wichtig? Weil der Körper sich nur im Schlaf wirklich erholen kann. Und man hat herausgefunden, weniger als 7 Stunden ist ungesund und mehr als 7 Stunden ist ungesund. Weil der Körper nicht in die Erholungs-, in die REM-, in die Tiefschlafphase kommt. Und das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema, dass man, wenn es irgendwie möglich ist, vor Mitternacht ins Bett geht. Die beste Zeit ist, zwischen 10 und 12 Uhr Mitternacht ins Bett zu gehen. Es nutzt nichts, wenn ich sage, ich gehe um 2 Uhr morgens ins Bett und schlafe dann bis um 10. Weil das ist ein Rhythmus, den der Körper so nicht anerkennt. Natürlich Leute, die irgendwo in Übersee leben, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber das ist ja das, warum ich mir so Sorgen um dich mache, Schatzi. Weil meine Frau, das Arbeitstier, in Anführungszeichen, die geht ja am liebsten erst um 2 Uhr morgens ins Bett und steht dann um 4 Uhr morgens irgendwie auf, weil ihr noch einfällt, sie muss noch irgendwas am Schreibtisch erledigen. Nee. Ich habe mir das schon abgewöhnt und seitdem schlafe ich wie ein Engelchen und ich versuche mit allen möglichen Tricks meine Frau auch mal früher ins Bett zu kriegen, also ich meine zum Schlafen zu bewegen. Ja? So, also dem möchte ich mal heftig widersprechen. Ich gehe zeitig ins Bett, ich werde nur je von Schnarchen hier drüben unterbrochen. Das geht überhaupt nicht. Und dann stehe ich auf und dann muss ich irgendetwas machen, weil so laut wie du schnarcht keiner. Der schnarcht hast wenn ich vielleicht. Das mal sagen darf, nein. Schatzi, du weißt genau, ich war auch im Schlaflabor und es ist rausgekommen, ich habe mittelgradige Apnoe. Und Apnoe ist das Schlimmste, was man haben kann. Ja. Das merkt man daran, wenn man das über 10 Jahre hat. Vor allem für den Partner. Ja, dann wird man untertags auch müde. Also ich muss zugeben, ich bin teilweise manchmal auch an der Ampel. Auch der Partner ist dann müde. An der Ampel am Steuer mal eingeschlafen, mit dem Buch in der Hand eingeschlafen, vor dem Fernseher eingeschlafen. Auch der Partner schläft an der Ampel ein. Und es gibt 30 Punkte, 27 Punkte, wenn man hat, dann hat man Apnoe. Ja. Ja.
Aber dann gibt es etwas, entweder diese furchtbaren Masken, das wollte ich natürlich nicht, aber es gibt einen Zahnarzt, der macht dir eine Schnarchschiene. Die siehst du überhaupt nicht an den Zähnen, die legst du abends so dezent rein und die bewegt, dass dein Kiefer nach vorne geschoben wird und du kannst nicht mehr schnarchen, weil dieses Zäpfchen nicht mehr mitmacht, ja. Und das habe ich jetzt seit einem Jahr. Nicht mehr sprechen. Ja, das ist ja das Gute, ja. Ja. Eigentlich wünsche ich dir das auch mal. Vor allem, du reibst nicht mehr mit den Zähnen, verstehst du? Das ist das Allerdollste. Und deswegen, Schatzi, kannst du nicht mehr behaupten, dass ich schnarchen würde. Das habe ich extra für dich gemacht mit diesem ganzen Zeug. Du hast eine Schnarch-App. Ja. Nicht du, aber du hast sie runtergeladen. Ja. Diese Schnarch-App ist jeden Morgen das Gespräch, ja, muss ich sagen. Jeden Morgen. Beinahe, weil du spielst mir immer dein Schnarchen vor, trotz der Schnarchschiene. Ja, mein Strich ist rot und der weibliche Strich mit dem höheren Schnarchen ist blau. Ich konnte das jetzt bloß nicht so schnell einstellen, wie ich dir das zeigen wollte. Na gut. Okay. Wie auch immer, was extrem wichtig ist, ist gut durchzuschlafen, kann ich euch sagen. Und auf der anderen Seite, in der Nacht regeneriert sich ja auch die Haut. 30% ist sie aktiver. Ja. Die Zellen erneuern sich. Deswegen ist eine Nachtpflege wirklich zu empfehlen. Die meisten denken, oh, Tagescreme, Nachtcreme ist alles das Gleiche. Darf ich ein Geheimnis verraten? Moment, Tages- und Nachtcreme ist nicht das Gleiche, denn eine Nachtpflege ist intensiver. Sie darf auch ein bisschen reichhaltiger sein. Warum? Weil du ja kein Make-up drüber machst, sondern du liegst viele, viele, viele Stunden. Nachts scheidet der Körper schon ein paar Liter Wasser aus, allein durch das Verdunsten sozusagen. Deswegen morgens bitte gleich was trinken, ganz, ganz wichtig für die Gesundheit. Und am Vorabend was trinken, das ist ganz wichtig, weil die meisten Menschen wachen mit Kreuzschmerzen und Rückenschmerzen auf. Und man hat festgestellt, das liegt auch an deinen Bandscheiben, denn die sind wie ein Schwamm, der sich leer macht und ausgewrungen ist untertags durchs viele Sitzen, falsch bewegen, sonst was, zu wenig, zu viel bewegen. Das heißt, wenn man vorm Schlafengehen trotzdem nochmal viel trinkt, dann saugen sich die Bandscheiben auf sozusagen, füllen sich an und du kannst morgens ganz anders aufstehen, weil ja auch wenn dort im Schlaf irgendwas gepresst würde, da ist ja genug Flüssigkeit da, um dem entgegenzuwirken. Jetzt noch mal ganz kurz zurück zur Schlafapnoe. Das ist wirklich kein Witz, muss ich sagen. Ich habe mich sehr damit auseinandergesetzt. Ich war sogar damals mit meinem Vater im Schlaflabor. Er in einem Zimmer, ich im anderen Zimmer. Er hat vor sich hingeschnarcht. Ich habe wahrscheinlich auch vor mir hingeschnarcht mit meinen Restless Legs. Aber warum ist das so wichtig? Weil eben Sauerstoffverlust im Gehirn, nachts, wenn du diese Aussetzer hast, viele Dinge das bewirkt ja im Gehirn. Demenz etc. Nicht nur Demenz, also es ist ein ganz starker Faktor für Demenz, ist aber auch ein starker Faktor für Herzinfarkt. Ja, und das ist ganz wichtig. Leute, die Herzinfarkt haben, die wissen oft gar nicht, dass es von der Apnoe herrührt. Ja, weil diese vielen Aussetzer, und ich habe ja auch mal festgestellt, der Arzt hat bei mir festgestellt, in der Stunde oft bis zu 40 Aussetzer, das muss man sich vorstellen. Ja. Und dann wird das Gehirn unterversorgt. Ja, das habe ich schon lange gemerkt, dass du unterversorgt warst. Weil dein Kreislauf die ganze Nacht dagegen, sag mal, also jetzt geht's aber los, dagegen arbeiten muss. Das ist kein Witz. Deswegen bist du untertags ja dann müde. Das ist ja diese Anzeichen. Und da gibt es einen Test, den du machen musst, wo die genau feststellen, ob du das hast oder nicht. Das kannst du sogar mit einem Test, da brauchst du noch nicht mal ein Schlaflabor. Ja, ja, aber also, ich muss sagen, viele Frauen erzählen schon, dass ihre Männer ihnen nicht zuhören, einschlafen etc. Es könnte alles an der Schlafapnoe liegen. Und deswegen, erstes Mittel, diese App runterladen, heißt Snorlab, Snore Lab. Die gibt es auch kostenfrei und da kann man erstmal sehen, wie stark man schnarcht. Und da gibt es einen Score von 100, von 0 bis 100. Aber wenn man über 15 oder 20 ist, dann ist es wirklich Zeit, ins Schlaflabor mal zu gehen und nachgucken zu lassen, ganz ohne Witz. Schatzi, ich habe jetzt mal eine ganz andere Frage. Wir Frauen wissen doch, wenn die Männer schnarchen. Wir wissen es einfach. Wenn du zu tief schläfst, kriegst du es nicht mit. Manche haben sich daran gewöhnt. Wir Frauen, wir unterhalten uns darüber. Warum könnt ihr es nicht einfach zugeben? Was ist das Problem? Warum können es ihr Frauen nicht zugeben? Ja, weil wir es nicht sind. Frauen schnarchen genauso wie Männer. Ja, aber nicht in der Lautstärke. Ich will ja nicht vormachen. Ich mache mir bei dir manchmal heute noch Sorgen, weil du manchmal... Dann zähle ich mit und habe Angst um dich. Ich habe einfach Angst um die Kinder. Um dich, Entschuldigung, ja. Dass du die Kinder alleine großziehen musst. Genau, ja. Weil ich nämlich die ganze Arbeit mache. Was machst du? Ist mir schon klar. Du machst die Arbeit? Wer macht denn die Arbeit? Dann, ich sag's dir. Also wirklich nochmal. Ich schlafe sehr gut, seitdem du diese Beißschiene hast. Oder wie auch immer das heißt. Das ist keine Beißschiene, es ist eine Schnarchschiene. Aber eine Beißschiene. Ich finde auch, dein Teint ist wieder besser geworden. Weil gut, du
muss ich ja immer pflegen. Also jetzt darf ich euch mal was erzählen. Meine Frau geht ja abends mit einer weißen Judith Williams Maske ins Bett. Ja. Du denkst, es kommt ein Gespenst. Du denkst, das ist, nein, das ist eine Maske. Das ist ein Gespenst. Wenn sie aufwacht, tut sie wieder eine andere Maske drauf. Also sie hat immer irgendwas Glibberiges auf dem Gesicht. Ja, das nennt man Creme. Serum und Creme. Oder eine Ampulle. Aber denkst du mal dran, dass es auch ein bisschen unsexy sein kann, wenn du da morgens und abends deine Frau so siehst? Entschuldige mal, du hast die Schnarch- und Beißschiene im Mund. Also, da hast du ein Problem mit meiner Glibbercreme. Das ist unfassbar. Vor allem, das Süße ist ja, Schatzi, ja? Du liest irgendwas. Du bist im Bett mit deinem Laptop, mit deinem Handy. Nee, Laptop kommt nicht ins Bett. Ich bin ja ein Verfechter der Handyverbote für Schlafzimmer. Überhaupt Elektrizität. Wir haben sogar im Schlafzimmer einen Schalter, wo man den Strom abstellen kann. Ja? Aber ich habe trotzdem immer Bedenken, wenn sie dann nochmal, also wenn du nochmal dein Handy auch im Flugmodus an der Nachtkästchen legst, weil die Dinger strahlen immer, auch wenn du sie im Flugmodus hast. Die strahlen nur nicht, wenn du sie ausschaltest. Und das ist erwiesen, dass es am schlimmsten ist, wenn man diese starken, größeren Handys, vor allem wenn man hat, auch noch am Nachtkissen in der Höhe des Kopfes hat. Ja? Das ist, da mache ich mir noch mehr Sorgen. Also warte ich immer, bis du eingeschlafen bist, gehe heimlich mit deinem Handy ins Bad und lege es weg, weil ich diese ganzen Dinge entfernen muss beim Schlafen. Ich möchte mal sagen, mein Handy ist aus im Schlafzimmer, schon mal komplett Nein, ich weiß. Ich habe einen kleinen analogen Wecker und ich weiß auch gar nicht, was das mit Beauty zu tun hat. Das hat damit zu tun, dass du nicht ausgeschlafen wärst. Ich bin nicht ausgeschlafen, weil du schnarchst. Nicht und mehr. Wie auch immer. Eine Sache sollten wir vielleicht noch besprechen, damit man wirklich was mitnehmen kann. Und zwar, was man abends noch an Nahrungsergänzungen zum Beispiel zu sich nehmen kann. Melatonin, all diese Dinge sind ja die Sprays etc. sehr, sehr stark im Kommen. Ich habe Freundinnen und Freunde, die schwören drauf. Ich ehrlich gesagt, ich habe eine Krankheit, ich setze mich ins Bett und dann bin ich schon eingeschlafen. Ich manchmal sogar angezogen, manchmal noch angezogen. Ich weiß nicht, warum immer diese Details auf den Tisch müssen. Ist doch völlig klar, wenn man um 10 Uhr nach Hause kommt und lange gearbeitet hat und man sich kurz hinlegt, dass man einschläft. Ich stehe ja dann 5 Minuten so später süß, wieder auf. Es ist so süß, was ich dir alles aus der Hand nehmen muss, die Söckchen ausziehen muss, dich sanft zudecken musst. Als ob du je in meinem Leben irgendwelche Söckchen ausgezogen hättest bei mir. Also nein. Na, das muss ich wieder heftig widersprechen. Aber egal, du nimmst doch Nahrungsergänzung. Was nimmst du eigentlich? Ach, das sind höchstens so 12 bis 14 kleine Tabletten, ja. Dazu muss ich euch sagen. Vitamin D, ja? Vitamin B. Dann mein Mann ist Hypochonder, der glaubt wirklich jede Krankheit dieser Welt zu haben. Hohes Cholesterin, nehme ich was dagegen, ja. Ach so, das ja, könnte genau. sich annehmen, was für hohes Nein, Cholesterin. Nein, gegen hohes Cholesterin. Ja. Und ja. Und meinst du schläfst besser, seitdem du diese ganzen Nahrungsergänzungstabletten? Auf jeden Fall. Bloß Melatonin soll man nicht nehmen, wenn man keinen Grund hat. Gell? Das ist nicht gesund, weil du auch dann, wenn du zu kurz schläfst, ist das immer noch in deinem Körper, kannst du auch noch morgens müde sein. Also muss man ein bisschen aufpassen. Ich sage euch eins, ich nehme gar nichts und ich schlafe wie ein Baby. Aber es ist einfach, weil ich ein reines Gewissen habe. Ja, das Beste ist, wenn ich mit dir noch einen Film gucken möchte, mit einem Laptop, im Bett. Und ich schlafe ein, bevor der angefangen hat. Sie legt hat. Sich dann immer so schön so nah an meine Schulter und dann schläft sie eigentlich nach 5 Minuten immer ein. Aber sobald ich dann, ich mache immer so einen Handwinker vor ihren Augen, damit ich dann sehen kann, ob sie wirklich noch wach ist, dass sie, ich kriege alles mit, aber schon an der Sprache merke ich, dass sie es gar nicht mehr mitkriegt. Ja? Machst du abends irgendwelche Kosmetikpflege eigentlich? Ja, wenn du mir was rüberstellst, gerne, ja, also so ein bisschen, aber ich glaube, wir Männer brauchen das ja nicht so dringend, oder? Findest du? Ja, oder meinst du? Ja, doch, ihr braucht das schon, er braucht genauso Pflege wie weibliche Haut, ist genauso wichtig. Also meine Lieben, es war ein interessanter, ein bisschen ein crazy Podcast hier. Wieso denn? Man hat was gelernt über Apnoe. Über Apnoe, das stimmt, da hast du recht. Nein, man muss über Schlafapnoe vieles, vieles lernen, denn es hat mit der Regeneration zu tun und auch mit der Gesundheit. Und Gesundheit ist extrem wichtig. Und Beauty und Gesundheit gehört zusammen. Ich würde euch gerne etwas erzählen über, was Schlaf noch quasi noch einen anderen Aspekt vielleicht haben kann in deinem Leben. Dass wenn du ein Ritual hast, abends ins Bett zu gehen. Ich zum Beispiel, für mich ist Abschminken ein Ritual. Ich wasche mir den Stress. Dauert meistens auch 2 Stunden. Nein, das stimmt nicht. Ich wasche mir den Stress des Alltags ab. Und dann mache ich meine Handcreme, auch Fußcreme, Jetzt weiß ich, warum du so lange im Bad brauchst, bis du mal ins Bett kommst. Ja. Ja, und dann gehe ich ins Bett. Und wenn ich liege, atme ich so 10-mal ein und aus. Und wasche
meistens schon bei. Aber schau mal, das ist doch der Beweis, du bist doch nicht müde von der Arbeit, du bist müde vom Abschminken, weil das so lange Arbeit ist, dass du eigentlich in der Zeit müde wirst und deswegen sofort im Bett einschläfst. Das ist doch klar. Meistens bin ich schon eingeschlafen bei Atmung Nummer 3 und kann ich euch auch empfehlen, weil man kann sehr, sehr gut runterkommen sozusagen und ist so bei sich und ist so im Einklang und dann noch so ein Hauch meditieren vielleicht. Und meine Wärmflasche, die ich dir immer machen muss. Ist man schon eingeschlafen und dann schläft man extra gut. Ja? Und am nächsten Morgen nicht gleich aufspringen, wenn ich aufwache. Dann atme ich noch mal ein bisschen durch, versuche gute Gedanken für den Tag zu haben, mich positiv einzustimmen innerlich, bis es dann natürlich ans Äußerliche geht. Ja, da wächst du mich dann auch um 6 Uhr morgens. Nein, aber das finde ich ja ganz lieb. Meistens lasse ich dich ja schlafen länger, dann gehe ich schon mal ins Badezimmer und mache mich fertig, mache mein Beauty-Ritual und mache dann so kleine Übungen von Dankbarkeit fürs Leben. Das mache ich übrigens auch. Und freue mich. Wenn man aufwacht, einfach sagen, danke, dass ich sein darf. Das ist auch genau. Schön. Genau. Ja? Und danke, dass wir hier in diesem Bett gesessen haben und so viel über dein Schnarchen gelernt haben und unser. Wie man es bekämpft. Denn das ist wichtig fürs Oberstübchen, für die Haut und für die Gesundheit. Deswegen gute Nacht, Freunde. Dieses ganze Reden über Schlafen, ich bin schon schläfrig und außerdem habe ich dazu überhaupt nichts mehr zu sagen. Echt? Danke. Nein. Alexander, gute Nacht. Gute Nacht. Danke, Judith. Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Mehr zum Podcast und zu Judith Williams findet ihr auf judithwilliams.com. Beauty Williams. The glow must go on. Ein Podcast von All Ears on You. Du kannst nicht wie immer einfach nur drauf losquatschen. Sag mal, wenn einer dauernd redet, dann bist es doch du. Nein. Ich bin doch nur noch Stichwortgeber bei dem Podcast. Das ist überhaupt nicht wahr. Aber Schätzi, wenn du mal stirbst, muss man das Mundwerk extra erschlagen. Dieser Podcast dient dazu, dass Menschen etwas lernen. Nur schlafen. Durch das Leben lernen wir. Kennst du das nicht? Wenn man gut schläft, ist man ausgeglichener. Ja. Das ist jetzt gleich das Thema. Ja, dann geh doch mal früher ins Bett. Ich nenne das jetzt als Rubrik, sie sagt, er sagt. Das wird ein Riesenerfolg. Denkt mal dran. Aber du weißt, wir sind meistens unterschiedlicher Meinung. Ja, das ist ja der Witz an der Geschichte. Mhm.